Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was ist neu? In the Forest mit der Axt im Walde und diesmal wieder ein bisschen verspätet. Liegt wohl auch daran, dass eigentlich gar nicht wirklich viel Neues gibt in den Versionen 0.61, 0.61b, 0.61c. Ja, man möchte meinen, ich habe jetzt hier gelogen, ne? Das sieht schon ein bisschen anders aus. Hier mit einer Bildversion des Spiels unten rechts, Hauptmenü ganz anders, auch das Optionsmenü ganz anders, ja. Nee, ihr habt ja recht, aber das ist oberflächlich. Wirklich getan hat sich hier hinter den Kulissen, hinter den Vorhängen etwas, ja, aber das lässt sich wie immer mal schlecht zeigen. Deswegen beschränke ich mich auf das, was sich demonstrieren lässt und lade dazu einen Spielstand. Jo, wir sind hier nun angekommen am Testgelände, das ich eigentlich für den zweiten Teil dieser Folge gebaut habe. Ja, zwei Neuerungen gibt es noch zu den neuen Versionen. Dann ist Teil 1 zu Ende, ja. Wir haben gesehen, es gibt neues Hauptmenü, neue Optionsmenüs. Es gibt hier auch ein neues Pausemenü. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Unglaublich. Und aus der neuen Version, die quasi letzte Änderung erfordert, dass ich mich hier, ja, sagen wir mal, verletze. Ne? Ja. Ja, es ist nicht unbedingt erforderlich, mich so doll zu verletzen. Oh Mann, das grenzt hier an Selbstgeißelung, ne? Aber gut, ja, ich wollte erstmal sicher gehen, dass ich mich hier auch verletze. Und die Neuerung sieht hier so aus, dass sich das A erstmal nur auf den normalen Schwierigkeitsgrad bezieht und nicht auf den schwierigen, den harten Schwierigkeitsgrad, ne? Da läuft das nämlich nicht so, ja, entgegenkommend ab. Ich nehme hier jetzt erstmal Medizin und sag mal, guckt hier unten rechts auf die Energieleiste, was hier passiert. Jo, die Energie. Der erfahrene, kundige The Forest-Spieler wird das sofort erkennen. Die Energie ist jetzt hier nicht sofort fertig hier nach oben. Aber guckt mal hin. Ich versuche das hier ruhig zu halten auf dem hellen Hintergrund. Jetzt guckt mal hier, wie das nach oben läuft, ne? Von ganz alleine. Ja, das ist die Neuerung. Das ist ein bisschen ausbalanciert. So wie hier einige andere Features und Optionen von den Entwicklern angepasst wurden. Zwecks Balance und was weiß ich denn noch alles. Ist auch das hier so eine Sache, ja. Die regeneriert sich hier von selbst die Energie wieder nach oben, aber nicht mehr sofort wie bisher. Meine lieben Leute, das ist auch schon gewesen. Was ist neu in The Forest Version 0.61, BC und so weiter, schieße mich tot. Wir machen hier jetzt etwas anderes, nämlich ich stelle euch nicht nur vor, welches das aktuell funktionstüchtige Cheat-Menü ist für Mod-AP. Ja, das erst gestern, ne, hat hier unser Kuti ein Cheat-Menü rausgebracht, das hier auch mit dem Wetter umgehen kann und so. Sondern das Cheat-Menü, das der Kuti hier gebaut hat, wow, ja, es nennt sich Ultimate Cheat Menu und ich sag's euch, ja, wortwörtlich geht das hier ab. Ich klappe das Teil mal auf, ja, das sieht auch dann so aus, auf dem ersten Blick hier richtig erschlagend, ja, wir haben das Übliche drin. Ja, God Mode, ich kann fliegen, wenn ich den anmache, gibt's ein No-Clip mit Ja, Nein. Ich klicke hier immer mit der rechten Maus, ne? Rechte Maustaste, wenn ich mit der linken Maustaste tun würde, dann gäbe es hier sowas. Und rechte Maus kann ich hier auch so einen Klick, so einen Hacken-Klick, ja, Hacken setzen, beziehungsweise die Buttons drücken mit der rechten Maustaste. Das ist in-game ein bisschen angenehmer. Aber die meisten, die Mod-AP benutzen, die kennen das auch schon. Das Tauchgerät benutzen und unendlich hier Treibstoff, ne, für Knattermotor hier, Kettensägenteil, ne? Sleep Timer kennen wir auch. Tree Cut Key ist hier das rote Teil, mit dem man hier Bäume umholzt, richtig. Alles hier im Umkreis von roten Dings hier, ne? Oh ja, hat mir hier, oh komm, jetzt mal da drüben noch. Ja, gut, ist okay, ist akzeptiert, ist ja auch mein Fehler, aber ist auch nur zu Demonstrationszwecken, ne? Das heißt, aus und dann geht hier mit dem roten nix mehr. Freecam, oh, ist ein nettes Ding, ja. Kann ich mal hier rumfahren und quasi meinen Körper hier verlassen?
das hat, sagen wir, den einen oder anderen Vorteil. Ja, man kann sich damit ganz gut rumspielen. Ghost Billings, alle abbrechen, ja, das heißt, die eine oder anderen kennen das, ja. Hilfe, ich habe hier noch irgendwo eine Blaupause, sagt mir hier zumindest das Spiel. Ich habe aber weder was oben noch in den Höhlen auf der Insel. Ja, ich weiß nicht, wie ich das loswerde. Hier wird man das los. Einmal cancel, alles weg. Gut ist. Lockhack, ich denke mal, das ist hier unendlich. Baumstämme, so heißen die, und unendlich Baumstämme, auch wenn ich sie nicht in der Hand habe. Gegenstände, denke ich mal, ist dasselbe, und Gebäude, das ist gut. Ich drücke den mal an, ja. Ja, da kommt der Vogel, diesmal sitzt er wieder richtig. Die letzten Male ist er hier so einen halben Meter oberhalb von meiner Hand gewesen. Das ist ja eine Wurst. So, wir bauen erstmal hier irgendein Vieh, ne? So ein Teil, so ein Pavillon. Und wir haben jetzt hier vorhin angedrückt, ja. Und ich habe auch keine Baumstämme in der Hand. Ich halte jetzt die Taste E gedrückt dazu. Ja, ne? Man macht hier mal das Zugucken Spaß. Ja, fertig, ne? Fertig ist das Gerüst hier, ne? So, guck mal hier. No. Ja, ich finde das schick. Das ist hier Build Hack. Und oben gibt es natürlich Tabs. Ja, darum auch ein bisschen das ist Schlagende. Aber das ist nicht so tragisch. Ich gehe das mit euch durch. Speed of Time ist klar. Geschwindigkeit der Zeit. Ja, kann hier auch ordentlich flott voranlaufen. Ja, tagsüber dauert das dann ab und an ein bisschen. Aber das. Ja, der Kicher. Ne? Ein bisschen witzi, lachi und dann läuft das wieder bei den Rudelkannibalen-Tieren. Aber das ist ja auch so, guck mal, Tag hier, ne? Zack, zack. Gut, das können wir auch anders machen mit dem Tag hier. Ich klicke einfach hier auf den nächsten, ja, Zeit. Rüdel dann nochmal erst kurz nach vor oder zurück, nicht immer, aber manchmal. Und schon ist hier die Zeit, die ich eingestellt haben möchte, eingestellt. Jo. Oh, Höhlenlicht. Das kennt der eine oder andere. Wenn das hier in den Höhlen allgemein zu dunkel ist, bitte erstmal hier nach oben regulieren. Ist natürlich, muss man wissen, es nimmt auch den Spielspaß bzw. die Spannung ein bisschen raus. Ich nehme das immer gern hier für meine Videos, damit man das auch klar erkennen kann. A, wo laufe ich rum, und B, was ist denn hier eigentlich los? Ja, es gibt in jedem Update die eine oder andere Neuerung, die es sich in den Höhlen zuträgt. Und das sage ich ganz ehrlich, ist ein bisschen schwierig, na, wenn man das nicht erkennen kann. Oh, der Nebel. Ursprünglich ist das ja hier eine Anfrage von mir gewesen, beim Kuti auch, ob er mir das rausmachen kann mit dem Nebel. Was sich gut erinnert noch an die ersten Mods hier, zum Beispiel speziell hier angesprochen, die ersten Mods von Templar GFX. Er hatte hier definitiv auf seiner Seite den Fokus bezüglich Leistung bzw. grafische Qualität und was man aus dem Spiel eigentlich rausholen kann, ohne großartig was zu verändern. Und ja, Nebel raus, sieht jetzt nicht so spektakulär aus, ich verstehe das. Ja, das hängt, ich denke mal, von einigen Faktoren hängt das auch ab. Was damit aber gegeben ist, also das hängt ab von einigen Faktoren ab, wie das dann, ob das dann gut aussieht. Aber es sieht recht monoton, sag ich mal, so aus. Der eigentliche Vorteil ist ja, dass man hier die Weitsicht bekommt. Ja. Ich sag mal gut, während das im Spiel eigentlich nicht wirklich relevant ist, sag ich mal, kann das ganz gut relevant sein, wenn ich mir ab und an vielleicht einen großen, schönen, detailreichen Screenshot hier fertigen möchte in, weiß nicht, Full HD, ja. Sind wir uns mal ehrlich, ja, immer gut, jetzt hier mit diesem, ist ja, das ist nicht die Videokomprimierung, das sieht wirklich so aus, ja. Hässlich, pixelig, aber... Ja gut, das geht ja jetzt auch, ne? Aber es gibt hier Situationen, ja gut, lassen wir das Thema. Es sah früher ohnehin, ja, früher. Das Nebelsystem ist ja abgeändert worden, ich denke mal hier irgendwo um den Dreh rum, wo Templar GFX dann auch nicht mehr weiter gemoddet hat.
hatten die Entwickler hier einige Dinge im Spiel von programmiertechnischer Seite verändert, dabei auch hier der Nebel. Und der war dann nicht mehr, ich denke, so klar und deutlich im Programmiercode irgendwie ersichtlich und einfach zu entfernen, ich weiß es nicht mehr. Aber es sah früher ja etwas anders aus und ja, gut, auf jeden Fall, das ist die Option. Ich denke mal, auf die muss ich nicht weiter eingehen. Freeze Weather ist das Wetter einfach so festhalten, dass es sich nicht von alleine verändert. Ja, ich habe hier klares Wetter, bewölktes Wetter. Na, machen wir mal schweren Regen hier rein, ne? Schweren Regen, ja. Oh, tatsächlich. Ich kann hier... Oh, das ist ja mal wirklich interessant. Also ich bilde mir ein, mich dran zu erinnern, dass ich das in vergangenen Cheat-Menü-Versionen mal probiert habe, auf schweren Schnee zu drücken. Aber irgendwie hat das keinen Effekt gegeben, außer man befand sich im Schneegebiet. Ja, aber das jetzt mal hier besonders spannend, ne? Wow. Gut, die Zeit schreitet voran. Wir drehen sie ein bisschen langsamer und auf den Tag hier schnell. Machen auch ein klares Wetter wieder rein. Und dann gibt es hier die Option für Gärten. Ja, habe ich hier Gärten, kann ich die damit definieren. Pflanzen oder wachsen. Ich weiß es nicht ganz genau, was es tut. Ja, weiß ich nicht. Dann kann ich hier noch angeben, ob ich hier... Bäume, ich weiß nicht, ist das eine Angabe für einen Radius oder Prozentangabe generell für alle Bäume, ob ich diese fällen oder neu nachwachsen lassen möchte. Ich sage jetzt hier mal 30%. Ja, nee. No. Ich bin mir nicht sicher, ob sich hier was getan hat. Oh ja. Ich meine, sind wir uns jetzt erstmal ehrlich? Ja. Oh nee. Oh ja. Oh nee. Gut. Sag mal, ist der... Nee, der Nebel... So sieht dann The Forest aus. Mit Nebel, ohne Bäume, ohne 80% der Bäume. Ne? Ja, ist ein bisschen nackig. Darum machen wir das auch wieder erstmal retour. Die 80 machen wir mit nachgewachsen hier rein. Das sieht dann schon auch viel natürlicher wieder aus. No? No? No. So. Ja, los und weiter geht's. Oh, Gras. Oh, ich kann hier Gras wachsen lassen. Nee, oder? Nee. Ich kann das Gras, denke ich mal, irgendwie ab, irgendwas ab. Irgendwie weg. Ja, oh, gut. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was das tut. Ja, dann gibt es noch die Einstellungen für den Spieler. Das heißt, Energie festsetzen, mache ich hier einen Haken rein, ist der Wert festgesetzt. Selbe ist auch für die Batterieladung, Fullness, wie sehr ich gefüllt bin im Magen, die Ausdauer, die Energie, der Durst, das Hungern, das Hungergefühl, die Körpertemperatur. Ich kann die auch auf 44 Grad rauf machen. Ne? Dann gucken wir erstmal rein hier in das Buch, wie es mir so geht. Ja, komisch, ne? Irgendwie geht's mir gut. Liegt aber vielleicht auch hier am Gottesmodus. Der auch nicht. Gut.
Ja, dann natürlich die Geschwindigkeit für die Spielfigur, genauso wie die Kraft für den Sprung. Geschwindigkeit, ja. Und Sprung. Na, na, kann man hier mal, ne, ein bisschen fliegen, weil sich in der Luft das ja auch ein wenig kontrollieren lässt. Aber ich bin hier grundlegend ohne die Shift. Oh, ich bin ja am Fliegen. Ach so. So, fliegen aus. Und dann geht das hier. Ja, geht's hier richtig ab, ne? Werte wieder auch erstmal ein bisschen zurückreguliert. Ja, und dann gibt es die Funktion Invisible on off, das heißt unsichtbar. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, für wen und wann. Ich habe das einmal erfolgreich ausprobiert, habe das deaktiviert, mir kam vor, die Gegner sehen mich nur ab und an und auch irgendwie wieder nicht. Ja, und dann habe ich das auch nicht mehr ganz hinbekommen, aber gut. Spielfigur, ich kann mich jetzt selbst töten oder mich auch selbst wiederbeleben. Ich probiere das an dieser Stelle jetzt nicht aus. Was man hier setzen kann, ja, ist hier die Spielfigurenvariation und auch der Körper. Ich gebe einfach eine Nummer ein, zum Beispiel Spielfigurenvariation Nummer 2 und Körper Nummer 2, was weiß ich, ne? Ja, und dann kann ich mir auch noch eine Jacke anziehen lassen vom Cheat-Menü oder sie ausziehen lassen. Ja, ich kann hier dann im nächsten Menü für Gegner und Tiere, kann ich hier erstmal alle Gegner töten, den nächstgelegenen Gegner töten, den nächstgelegenen Gegner umhauen. Oh, guck mal hier, die Jacke, ne? Ja, für sowas zum Beispiel kann man hier Free Cam und Freeze Time benutzen. Ja, sieht man auch, schicke Jacke, die habe ich hier an mit einem T-Shirt und einem Vogel hier am Arm. Na? So, Spatz am Arm. Na. Ja, wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Es geht erstmal zurück. Ich kann auch den Endboss hier einfach so von der Ferne aus töten. Ja, ich kann auch alle Tiere töten. Ich kann das nächstgelegene Tier töten. Was kann ich damit machen? Ich weiß es nicht. Gegner ein ausschalten, Tiere ein ausschalten, Vögel. Ja, ein ausschalten. Genau. Ich kann sagen, so, mach mir hier in der Gegend bitte Tiere. Oder Vögel nicht. Oder was auch immer dafür Gegner. Und im nächsten Tab Mutants kann ich hier definitiv Gegner erzeugen. Erscheinen lassen. Ja, verschieben wir das vielleicht auf ein bisschen später. Gucken wir uns an, dass wir hier noch Props, sogenannte Props, ja, das sind die Properties. Einfach so verschiedenes Zeug, ja, was eben so benutzt werden kann vom Spiel, aber auch teilweise zum Aufnehmen, also vom Boden aufheben. Oh, wie das hier, oh, schön runtersickert, ne? Ja, gefällt mir gut, aber wieder zurück. Inventar. Wer hier? Wie heißt denn das? Ja, Inventory Mod, ne? Ja, einfach hier das Mod AP Cheat Dings hier für das Inventar. Ist auch dabei nicht so umfangreich, wie man das aus den komplexeren oder erweiterten Inventar Mods kennt für die Mod AP, aber definitiv hilfreich. Ja, ich sag mal hier, ich möchte jetzt Stock haben. Tippe ich hier Stick ein und mache hier, da kommen, gib mal hier alles, was möglich ist. Jo, 20. Und ich habe die auch bekommen, ist fein, ne? Geht auf alles, was hier im Inventar verstaut werden kann. Ich kann mich über den Tab Dev, kann ich mich mit Koordinaten teleportieren. Ich kann sagen, wo bin ich? Und dann geht erstmal, das seht ihr jetzt gerade nicht, darum springe ich auch wieder zurück. Mein Internetbrowser auf und ruft hier auch die Seite von The Forest Map auf mit genau den Koordinaten, wo man sich befindet und zeigt das grafisch mit so einem kleinen Pin an. Finde ich cool. Ja, absolut. Man kann das Spiel hier speichern. Man kann hier in Höhlen reingehen, aus Höhlen rausgehen. Ich kann hier den 312. Tag des Spiels setzen. Ja.
und mir das dann angucken hier direkt. Nee, ich habe hier bisher nur einen Tag überlegt. Überlebt, ja, der war gut, ne? Ja, an dieser Stelle frage ich mich, meine lieben Herren, woran liegt das, dass wir hier erst nur einen Tag überlebt haben? Und ich sag mal, gut, müssen wir vielleicht ausprobieren mit ein bisschen Zeit vor, Zeit zurück. Weiß man nicht. Probieren geht über Studieren. Und Übung macht den Meister. Mal gucken, was bei rauskommt. Vögel fliegen, Sonne dreht. Lichter, Mond und Sterne, was weiß ich. Nö, das denke ich mal klappt so nicht, aber es ist auch nicht so tragisch. Definitiv spannend finde ich hier die Punkte für den Vegan Mode ein und aus, wie zum Beispiel den Spielemodus generell, hier Standard, Creative oder was auch immer Mod ist. Den Schwierigkeitsmodus von friedlich normal zu schwierig umzustellen und ja, irgendwas mit dem Cheat-Menü zu speichern, zu laden und zu zurückzusetzen. Aber auf jeden Fall, das finde ich spannend. Das sind Live-Umschalter. Ja? Machen wir hier harten Schwierigkeitsgrad. Keinen Vegan-Mode. Und was wir jetzt erstmal machen, ist, wir fliegen da oben hin. Sagen so, komm mal, Mutants, wirf mir hier erstmal runter einen Verrückten. Das dauert jetzt ein bisschen. Nur ein bisschen. Da ist er schon. Ja. Ja, da teufelt er jetzt erstmal durch die Gegend. Oh. Und wo will der eigentlich hin? Keinen blassen Schimmer, wo der eigentlich hin möchte. Vor allem, wo der ist, ne? Wurst. Ich kann dir aber auch sagen, komm, gib mir ganze Kannibalenfamilie. Ne? Ich sag mal, Regular Family, die normale Familie der Mutanten. Ja. Hier haben wir ein paar so, Armleuchter, ne? Eigentlich hier. Ja. Und zur Feier des Tages gibt es hier erstmal ja, Fallen. Ja, ich sehe, das läuft hier so erstmal nicht, ne? Ja. Oh Mann. Komm, papp mal hier dran. Wo bist du? Ja, so kommt das, denke ich, ganz gut. No. Ups. No. So, und mal gucken, wer jetzt hier reinlaufen möchte. Oh, irgendwie denke ich erstmal hier keiner, ne? Oh, ja, es geht schon ein bisschen rund, ne? Ha!
Ja, und das war es jetzt an für sich auch wieder. Ja. Mit einer kleinen Zwischendemonstration, wie das hier alles so aussieht, wie man damit umgeht, für was es eigentlich gut ist. Ja, und in diesem Sinne, sage ich mal, meine Lieben, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder, ich sag mal, in grob geschätzten 10 Tagen. Oh, da laufen die nächsten lang. Ja, Schwierigkeitsmodus hart, ist auf jeden Fall hart. Ständig kommt einer nach. No? Von daher in diesem Sinne, wie gesagt, alles Gute. No? Grüße an die Mutti, diesmal auch an die Omi. Denn immerhin ist ja jetzt schon Sommer. Gucken, wo uns das überall hinbringt und was aus The Forest noch wird. No? Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das war die Axt im Walde. Tschüss.